Herzlich willkommen in der Ausstellung Grafik aus Dortmund. Ich bin Sabine Leven. Mein künstlerischer Arbeitsplatz ist in Dortmund-Krukel mit wunderbarem Blick auf Dortmund. Kunst und Malerei war neben Studium und Beruf schon immer mein Wegbegleiter, sowas wie mein bunter Faden durchs Leben. Seit ungefähr 15 Jahren beschäftige ich mich wieder intensiver mit der Malerei und seit ungefähr 5 Jahren stelle ich meine Arbeiten auch aus. Mein Werkzeug ist in erster Linie die Farbe. Farbe ist aus meinem Leben nicht wegzudenken. Sie zieht mich an in ihrer Kraft, aber auch in ihrer Zartheit. Gewaltig, aber eben auch zart. Das mag ich beides sehr. Ich mag aber auch die Haptik vom Papier. Ich mag sehr gerne den Geruch von frisch angespitzten Stiften und natürlich das Geräusch, was zum Beispiel der Pinsel oder ein anderes Werkzeug auf der Leinwand macht. Malen ist für mich eine Notwendigkeit, am liebsten täglich. Im Kreativsein in der Malerei finde ich Freiraum, Freiheit und probiere ständig Neues aus, bin wie eine Quelle, die sprudelt voller Ideen und ich hoffe, dass ich die alle noch umsetzen kann in meinem Leben. Das spiegelt sich, diese Neugierde, diese Wissbegierde spiegelt sich auch in meinen Arbeiten, die sehr unterschiedlich sind. Ich experimentiere sehr gerne. Ich experimentiere mit unterschiedlichen Materialien, aber auch mit unterschiedlichen Techniken. Ich mag sehr gerne, ich zeichne sehr gerne. Ich mag Pastellkreide, ich mag Acrylfarbe, ich mag aber auch Ölmalerei. Und vor kurzem habe ich das erste Mal auch das Thema Collage aufgegriffen und bin da auch ganz angetan von. Ich bewege mich zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion. Ich würde sagen, sowas wie ein Motto ist, Wandel ist meine Konstante. Und dazu passt dann auch mein Kaleidoskop. Das habe ich als Kind geschenkt bekommen und das fasziniert mich immer noch. Ich finde es spannend, dass sich da immer wieder neue Bilderwelten ergeben. Es ist bunt und somit wird es irgendwie auch, wie soll ich das sagen, zu einer Metapher für mein Leben. Also diese stets sich wandelnde Bilderwelt, dieses Bunte, dieses Unvorhersehbare. Ja, spielt eine große Rolle für mich. Referenzen meiner Kreativität sind sehr vielfältig. Das kann eine Begegnung sein, das kann ein Gedicht sein, das kann auch einfach nur ein Wort sein. Eine Melodie, eine Bewegung, eine tänzerische Bewegung, die mich ergreift und die ich dann halt aufgreife. Dadurch zeigen sich dann oder entwickeln sich so innere Wege und innere Landschaften wie so ein Reisebericht durch mein Leben. Und das wünsche ich mir, dass meine Bilder für den Betrachtenden, für die Betrachtenden auch zur Projektionsfläche werden für ihre Emotionen, für Gedanken. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Rundgang durch die Ausstellung Grafik aus Dortmund und hoffe, es bleibt Raum für Fragen, Raum zum Austausch und vielleicht ja auch zum Gespräch mit den 36 Künstlerinnen und Künstlern hier vor Ort. Viel Spaß!